für die sozusagen deine Professionalisierung durch Experten stattfindet, mit einer CD-Produktion zum Beispiel oder einem Tour-Support, also etwas, was sozusagen direkt an die Bands geht. Wir haben Maßnahmen wie dieses hier, die Musikmesse zum Beispiel, ist auch gefördert durch den Musikbeirat. Also wir sagen, wir möchten gerne Vernetzung der Musikszene in der Stadt erreichen. Und ja, das wären so zwei Maßnahmen, die ich nennen würde, die für uns jetzt wichtig gewesen sind und die so in den letzten zwei Jahren gemacht worden sind. Und wir haben natürlich auch noch die Förderpreise, auch dafür kann man sich vorschlagen lassen. Und mir ist wichtig, dass das hier auch in der Szene ankommt, sodass auch klar ist, dass wenn man sich für so etwas bewerben will, dass man das auch tun kann. Man findet das zum Beispiel auch auf den städtischen Seiten, also kann sich da informieren. Wie das noch immer mit der Kulturpolitik so ist, da wird viel gemacht. Und es kommen aber immer welche, die sagen, es muss noch mehr gemacht werden. Und es muss noch vielleicht das eine oder andere anders gemacht werden. Und da gucke ich jetzt den Philipp an, der ist nämlich mit Sicherheit einer von denen, die dazu noch weitergehende Vorschläge hätten, oder? Ja, jetzt so total konkret vielleicht nicht, aber ich glaube einfach, dass, insgesamt irgendwie diese Aufteilung in Deutschland, also die Denke noch nicht so weit ist, dass Rock und Pop Musik prinzipiell zum Kulturgut gehört. Das hat sich echt erst in den letzten Jahren entwickelt und da haben Länder wie England oder Frankreich einen riesen Vorsprung. Also da wurde schon diese Unterscheidung von der GEMA mit U- und E-Musik und dieses ganze Ding, das ist halt schon ziemlich an der Wirklichkeit vorbei, muss man einfach mal sagen. Und die Förderstrukturen entwickeln sich ja in Deutschland und auch gerade erst, also Initiative Musik, die ja viel macht auf Bundesebene, gibt es erst seit ein paar Jahren und entwickelt sich so langsam. Und da ist auch alles so ein bisschen strittig, wie die Fördermaßnahmen sind, wie die Voraussetzungen sind. Da werden Bands gefördert, die sind schon jahrelang dabei, weil die Voraussetzungen sind, okay, man darf erst zwei eigene Alben veröffentlicht haben und keins davon darf Gold verkauft haben. So, da fallen noch immer noch eine ganze Menge Leute durchs Raster und werden gefördert, die eigentlich schon recht erfolgreich sind. Da gibt es irgendwie eine ganze Menge Kritikpunkte noch dran. Schön ist, dass sich was tut, dass sich was bewegt. Schön wäre vor allem, wenn sich diese internationalen oder nationalen Fördermaßnahmen auch noch anknüpfen würden an regionale, wo man vielleicht dann so einen Schritt weiterkommt. Das muss, glaube ich, noch besser vernetzt werden. Und auf lokaler Ebene gilt auf jeden Fall, denke ich, dass die Subkulturen gar nicht so wahnsinnig nach Geld schreien, sondern vor allem nach bitte keine Steine im Weg, wenn es geht. Welche Steine liegen denn im Weg? Ja, da darf jetzt der Michael Wenzel helfen. Ja. Der weiß das auch. Ja, also wenn ich mit jungen Bands halt spreche, also eine ganz wichtige Sache, die einfach da sein muss, sind die Auftrittsmöglichkeiten. Und Düsseldorf ist momentan sehr im Wandel. Also gerade abgesehen von der Altstadt, die ja immer in unterer Bewegung ist, die Off-Locations, die gehen einfach fliegen, die verschwinden. Das ist einerseits die blühende Vereinsszene, also in den 90er, 2000er Jahren, also Nullerjahren, in Bilk, also mit Brause und da im Herrn e.V., die haben ihre kleinen Probleme, also die unter anderem mit Ordnungsamt, mit Bauamt möglicherweise zu tun haben. Da ist einfach keine Möglichkeit mehr gegeben aufzutreten, wegen der Anwohnerfrage und Ähnlichem. Andererseits, hier in der Nähe direkt, Fichtenstraße, gab es einen tollen Club, der jetzt gegen Ende geht, das Rotkompott, weil die Eigenbedarf angemeldet haben. Das war so ein Freiraum, wo Musiker ihre Sache durchziehen konnten, wo sie sich dem Publikum präsentieren konnten, das sie interessiert hat. Das verschwindet jetzt einfach vor der Landkarte. Und es gibt vielerorts Off-Locations, die nicht mehr benutzbar sind, weil andere Interessen sind von den Betreibern, wie auch immer. Das ist einfach schade. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass man mal einen gemeinsamen Tisch macht. Also einerseits die Leidtragenden, was letztendlich wir alle sind, aber die Musiker, die Künstler, die jetzt keinen großen Namen haben, die wirklich ihre Möglichkeiten suchen müssen, hier in der Stadt irgendwo ihre Werke zu präsentieren, gemeinsam eben mal mit der Stadt. Im Kulturamt hat man immer noch offene Tür, das weiß ich als Journalist und ich denke, dasselbe gilt auch eben halt für die Kulturschaffenden in dieser Stadt. Aber es wäre toll, wenn man zum Beispiel auch direkt die Leute vom Bauamt dazu bekommt, vielleicht auch Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Also dass
Kultur kommt ja aus dem Lateinischen, hat was mit Pflanzen, Hegen, Pflegen zu tun, dass hier mal wieder was aufblüht. Also, was wir hier haben, dieser Boom. Wir hatten ein paar Artikel, die sicherlich bedeutend waren. Musikexpress schreibt über stabile Elite, Rolling Stone über stabile Elite, die Broilers starten durch. Das sind einzelne Pflanzen, die halt hochschießen. Aber wir haben einen ganz breiten Teppich, wo ganz tolle, wertige Sachen sind. Und gemeinsam Möglichkeiten finden, das zu pflegen. Das wäre toll. Das ist natürlich auch ein Thema, da warte Clara Dahlmann jetzt drauf, das sagen zu können. Schwierig, weil die Clubszene, das ist ja im Großen und Ganzen auch privatwirtschaftlich organisiert, da kann die Stadt jetzt schlecht hingehen und sagen, nö, der Club wird jetzt weitergemacht. Und wie kann man da überhaupt steuern oder unterstützen in so einem Bereich? Die Stadt kann nicht hingehen und den schrägsten Off-Club der Stadt aufmachen. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Idee, aber ich glaube auch, es geht nicht. Ja, es gibt halt unterschiedliche, also wir haben, wie ich ja schon gesagt habe, angefangen eigentlich zu überlegen, welche Möglichkeiten gäbe es eben noch, solche Räume zu schaffen. Und damit meine ich nicht nur Räume, die da stehen, sondern im Grundsatz auch Freiräume zu schaffen. Wie kann man das, was eigentlich in der Stadt ja auch da ist, wie kann man da... Fahrt an der Philippshalle vorbei und da ging es los. Habt ihr in der Zeit genau dieses Problem gehabt? Wo kann man auftreten, wo können wir uns überhaupt präsentieren und jetzt nach dem Erfolg, sage ich mal, seid ihr dieses Problem eigentlich völlig los? Wir haben ja 92 mit 12 Jahren überhaupt angefangen Musik zu machen und das war natürlich dem Alter geschuldet sehr spielerisch. Die Auftrittsmöglichkeiten waren im Keller des Schlagzeugers und da wurde einfach fantasiert, wie könnte es mal aussehen. Das war Spielen in doppelter Hinsicht. 94 haben wir uns Broilers genannt und das hat ja fast 10 Jahre gedauert, bis wir überhaupt mal einen Proberaum außerhalb des Elternhauses hatten. Wir hatten eben das Glück, dass wir bei den Eltern im Keller proben konnten, immer abwechselnd. Die eine Familie ist ausgerastet, dann ist man zur anderen rüber. Und dieser erste Proberaum im Konsum oder auf dem Konsumgelände, das war natürlich ein Highlight für uns. Es war klar, dass wir uns das selber besorgen müssen, dass wir uns den mieten mussten, mit einer anderen Band geteilt. Die Auftrittsmöglichkeiten, das hat Michael gerade schon gesagt, haben nicht in der eigenen Stadt stattgefunden. Das gab es hier nicht mehr. Ich weiß nicht, wann wir zum ersten Mal hier gespielt haben, außerhalb von dem Schulkeller damals, aber wir sind eben noch nicht mal ins Umland geflüchtet. Wir sind in den Osten der Republik geflüchtet, um dort zu spielen. Also die erste wirkliche Düsseldorf-Show fand 2008 statt. Das kann ich noch nicht mal ausrechnen, von 94 bis 2008. Wenn uns alle helfen, kriegen wir das hin. 14 habe ich das richtig gesehen. Ja, das finde ich jetzt erstaunlich. Also, auch, dass es eine Möglichkeit gab, seitens der Stadt oder des Kulturamtes Support zu bekommen. Das ist mir bis vor 5 Minuten nicht bewusst gewesen. Also, jetzt ist es zu spät, jetzt hat er beruhigt. Jetzt ist es zu spät. Mittlerweile stellt sich diese Problematik nicht mehr. Wir haben immer noch auf Konsumgelände und am Proberaum finden unsere Auftrittsmöglichkeiten von alleine. Aber es geht nicht primär um mich und auch nicht um den Sänger der stabilen Elite. Sänger? Genau. Nee, nicht Sänger, sorry. Sänger ist ein anderer. Wo auch immer er jetzt rein mag. Es geht nicht um uns beide primär, es geht vielmehr um junge Bands oder Bands, die weiter am Anfang stehen. Dort irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass man als Band besser gedeihen und wachsen kann. Und ich glaube, das ist das, was wir irgendwie anleiten müssen. Wie wichtig war das für euch eigentlich, dass es so ein Fahrwasser einer großen Punkband gab, wie den Toten Hosen? Ich meine, ihr seid, glaube ich, beim gleichen Management. Hat das als Umweltfaktor für euch hier in Düsseldorf eine große Rolle gespielt? Nein, bis zum Zusammenschließen des Managements nicht. Es war ja auch so, dass wir das gar nicht laut sagen wollten und konnten, dass wir Toten Hosen-Fans sind. Das wurde also ja, so leise geflüstert, aber es kam eben nicht besonders gut an. Das, was wir jetzt so langsam erfahren, Kommerzschweine ausverkauft, das war natürlich, das hängt über den Hosen auch wie noch ein Schwert. Und, Reihenhaus-Punk habe ich gelesen vor kurzem, ja. In Bezug auf die Hosen. Kriegt ihr auch um die Ohren bald. Ihr Loft-Punk. Es war wichtig, dass die Toten Hosen da waren. Andererseits war es, siehe Überschrift dieses Hearings, auch ist es ein gewisser Druck. Man hat eben
sehr wichtige Bands, was die deutsche Kultur- oder Musikszene betrifft, die aus Düsseldorf kommen. Und wird zwangsläufig immer gemessen an diesen Bands. Also Kraftwerk und die Toten Hosen und ZK und der Ratinger Hof und. Das hat alles seine Spuren hinterlassen. Noch eine Frage interessiert mich. Wenn ihr im Land unterwegs seid, kommen dann eigentlich Leute und sagen, hey, aus Düsseldorf, der Heimat, der Hosen, Kraftwerk, Plan und neu. Oder ist denen das schlichtweg Schnuppe, wo ihr herkommt, und interessiert sich tatsächlich nur die Düsseldorfer Musikszene dafür, wie toll Düsseldorfer Impulse sind? Also wenn wir im Land unterwegs sind oder generell die Leute, die zu unseren Konzerten kommen, die interessiert es nicht, ob es die Hosen gibt, ob es Kraftwerk gibt, es sei denn, die hören die Bands auch. Das interessiert vor allem immer, das meine ich überhaupt nicht böse, Journalisten, die sich noch nicht wirklich mit dem Thema Rollers oder Punk oder was auch immer auseinandergesetzt haben. Ja, nicht böse gemeint, aber das, man googelt und das ist das erste. Düsseldorf Punk, zack. Ne? Und dann schreibt man sich zusammen, was man fragt. Wir lieben Schubladen und Etiketten. Ja, das muss ja auch irgendwie reinbringen. Und muss ökonomisch arbeiten. Am nächsten Tag steht man ja schon wieder vor dem Stadion und berichtet über Fußball. Also man muss erstmal gucken, was ist denn da los. Ja, ich verstehe es auf der einen Seite, aber es wird keiner Band gerecht, wenn man nur reduziert wird auf die großen 3, 4, whatever. Ich schlage mal vor, dass wir mal hören, was aus dem Publikum für Anregungen und Fragen kommt. Ich hoffe, es sind durchtrainierte Menschen mit Mikrofonen unterwegs. Ja, Lukas Krohn scheint immer noch beschäftigt zu sein mit seinem Unfall. Fährt er einen teuren Oldtimer? Aber warum dauert das länger? Ja, schade. Vielleicht kommt er noch, aber es sieht tatsächlich so aus, als ob er ein größeres Problem hätte. Wer möchte Fragen stellen? Jetzt ist die Gelegenheit da. Das Kulturamt ist vertreten, die Musik ist vertreten. Ich möchte noch, vielleicht ist doch eine Frage, ich kann doch was Frage stellen. Wir haben doch in diesem Jahr Düsseldorf Stadtfest, habe ich mal in der Zeitung gelesen. Und wie wäre denn da vielleicht eine Möglichkeit zu schaffen für Bands, da vielleicht eine Auftrittsmöglichkeit hinzukriegen? Dass man sich als Band bewerben kann und vielleicht gibt es.